Willkommen zurück. Neuer Overwatch. Hoffentlich jetzt mal ein richtig geiler Hacker so, wo richtig fett reinhackt. Och nö, wir sind noch in der Aufwärmphase. Was auf jeden Fall eine Runde. Dann ist aber früh gepointet worden. Der Water Elemental. Boah, das wär so übergeil, wenn ich mein eigenes Spiel da jetzt sehen würde. Das wäre voll geil. Aber dann, dazu müsste ich noch mehr Skins sehen, weil bis jetzt sehe ich ja nur. Das stimmt ja nicht. Hast du zuletzt mal Mirage gespielt? Ja, schon ein bisschen her da, aber halt in den letzten, ja, letzte Woche so. So. Weil ich stehe Decoy immer am sagen, da Anfang ein bist bisschen rum. Und wie, okay, bin ich nicht. Decoy. Der hat kein Kniefe. Und ich würde mir da, Und wann, okay. wann entschließt du dich wieder dazu, das zu verkaufen und jetzt zu tauschen? Also gerade kann er sich so nicht wirklich entscheiden, wen er jetzt anhitten soll. Und das Schlimme ist, er hittet gerade keinen von allen an, die er sieht. Also er schießt hier oben in Fenster Ja, rein, sehe hittet nichts an. Schießt unten Connector rein, hittet nichts an. Dann kommt einer von B, hittet nichts an. So, 16 Life ist letzte Überleben da. Was macht dann Ace? Komm, hau raus. Hau raus, Digga. Boah, Feuerstoß, schalt die Scheiße weg. auf kurze Distanz echt gut, aber so. Zwei geholt. Bis jetzt hat er noch eine 100% Headshot-Quote. Weil er zwei Headshots gemacht hat. Throwing Flashbang. Sound immer, wenn ich einen Headshot bekomme. Aber jetzt packen wir Skills aus. Aufgepasst. Ist auch grad. Ich glaube, wir haben einen Endhacker am einen Wallhacker am Schlüssel, also. Ja, das war schon ein extrem kurzer Reaktionszeitraum, da wo er gerade geschossen hat. Perfekt auf dem Kopf oben drauf. Und dann bei dem anderen auch. Warum sollte da einer von links kommen? Ich würde eher rechts schauen oder so. Ja, über ihn hat man Steppen hören. Boah, der hat erstmal von der Autosniper eingekriegt, ey. 17 Life hat er noch. Deploying Flashbang. Throwing Fire. Throwing Flashbang. Ach, das ist doch ein Aimmaker. Schau mal, der hat gerade gut. Der hat gerade durch die Wanderwacht beide angeschaut. Warum sage ich immer Aim Wall? ESP. So einer, den ich meinen soll. Ich schiebe auf Wände die Gegner, um es offensichtlich zu machen. So, schaut mich an, ich habe eine 20-Euro-Hack. Und ich kann ihn mehr wieder kaufen. Das ist so die Aussage, die die damit so machen wollen, glaube ich. Wir haben eine 20-Euro-Hack und ich werde ihn wieder kaufen. Also sonst wird er gut hacken, so dass er den nicht verlieren will. Vor allem, weil er eine Electric Hive hat. Ich weiß nicht, ob er die jetzt selber gekauft hat und die Crimson Web Desert Eagle. Ich weiß nicht, ob die jetzt von die ihm sind, aber der hat die auch nirgends aufgehoben, glaube ich. Ich hat die hab sich gerade gekauft, der hat eine Electric Hive und ein Ding. Oder ist das? Nee, das ist. Alter! Alter! Die Desert Eagle ist, keine Ahnung, ich glaube 50 Euro oder so wert. Oder nee, warte, doch, die rote. Die rote ist mega viel wert. Die blaue, die kaufe ich mir noch. Die kostet 3 Euro. Was Aber ist die das für rote, eine? die ist voll awesome. Wie heißt die? Keine Ahnung. Irgendwie so da wusste er jetzt, dass er da kommt, obwohl er nicht gesteppt. Ich hab gerade auf das Ding Skin geachtet. Ne? Ja, das Skin. Warte. Ja, da hat er gerade wieder seinen Skill rausgeholt und hat mit der Desert Eagle nichts getroffen. Throw
Throwing smoke. Sunset Smoke. Flashback. Wie heißt der? Blau. Throwing a flashback. Die kostet. Flashbang. Die kostet 17 Euro. In der Ausführung, wo er die hat. Und wie heißt die da, der Blau? War das nicht Factory New, das ist 14 Euro. 14 Euro kostet die in Minigun. Das ist halt einfach schlimm, weil die sieht in. Du musst die in Fabrik da kaufen. In Minimal ist so fett abgenutzt. Und die andere, die ich mir kaufen will, ist. Midnight Storm. Die ist zwar komplett anders, aber die ist vom Aussehen her eigentlich gleich. Okay. Bloß in Blau halt. Nicht in Rot. Alter, ich glaube, der. Das ist schon sehr offensichtlich, weil wie will der denn treffen, wenn er da. Also da muss schon echt die Reflexe vor dem Herrn haben. Warum hat er eine 15 Euro Desert Eagle? Ja, weil er einfach Money hat, weißt du. Vor allem 15 Euro Desert Eagle. Grenade! Warum? Wenn du einfach das Geld hast, dann kannst du einfach auch mal rausschmeißen, weißt du? Ja. Du kaufst dir ein Messer für 100 Euro, der kauft sich halt mehrere Hacker, kauft sich ein paar Skins. Wow, Alter, der Schuss war gut. Muss man ihm ja mal zu. Da ist er hier. Lol. Kann man denn den nicht treffen? Sagt der Spiel mal nicht mal nach. Wie kann man den nicht treffen? Der Aim, Wallhack und verpatzt die Schüsse. Dass das kein Headshot war, weiß ich auch nicht. Mal 1 gegen 1 hier. Jetzt verliert er jetzt. Hallo, hol die Waffe raus, geht nach rechts und gibt den Bonklick. I am blending the bomb. Are we rushing in? Or are we doing sneaky beaky like? Stellen wir mal einen Bonklick ein. Hätte auch links sein können, aber er hat auf rechts gepokert. Vielleicht war er auch angesagt, weiß ich nicht. Ja, oder er hat einfach. Unerlaublich viel. Jetzt hat er das nochmal eingestellt, weil er hat ja gerade gesehen, die AW trifft nicht mehr. Ja, dann muss man mal ein bisschen hier auf Körper ansetzen. Jetzt mal den Wallhack. Den Aimhack. Jetzt nicht getroffen. Den, oh, jetzt hat er irgendwas falsch gemacht. Der Aimer funktioniert nicht mehr. Genau, hat er irgendwas Blödes eingestellt. Vielleicht funktioniert er mit der Desert Eagle. Nee. Kassiert er nur fett den Headshot. Er spielt auch nur auf. Er hat auch noch eine andere Waffe gespielt. Außer in der ersten Runde. Tech 9, Awe und Giegel hat er besetzt. Ja. Das sieht auch immer gleich aus. Awe, Desert Eagle. Ich verstehe das nicht. Jetzt hat er keinen Awe-Skin. Vorher hatte er Electric Hive einmal, dann hat er Wormgod. Electric Hive vielleicht doch. Aufgehoben. Irgendwelche sind seine, ich meine. Oder von seiner eigenen Desert Eagle. Oder ist schon vorbei? Ich würde mal nur ein Wallhack drücken, oder? Ja. War ich schon hier so ein paar Stellen dabei? Oder vielleicht hat er so eine Funktion wie in Watch Dogs, wo er einfach kurz so in Real Life so die Zeit so ein bisschen langsamer machen kann und dann sieht er den da. Dann bewegt er exakt alles. Ja. Dann kommt er halt so ganz langsam raus so, und dann kann er schön hier die kurze Reaktionszeit haben. Ja gut, wir sehen uns beim nächsten Overwatch.